Alfred, ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Mein Name ist Ryder, Jack Ryder. Der Fernsehreporter? Ja, bist du ein Fan? Nein. Was machen Sie hier? Sag du's mir. Ich habe eine Reportage über Strange gemacht. Ich meine, sieh dich doch um. Sieht das hier aus, als sei es eine gute Idee? Was haben Sie rausgefunden? Offiziell heißt es, dass er außer Landes war, um eine bahnbrechende neue Psychotherapie-Methode zu studieren. Bei meinen Nachforschungen stieß ich auf einen Kerl, der behauptete, dass Strange für seinen Zusammenbruch verantwortlich sei. Er konnte sich, nachdem der Professor ihn geheilt hatte, nicht mal mehr an seinen Namen erinnern. Ich habe das nicht geglaubt. Aber bei meiner Einlieferung habe ich gesehen, wie sie ihn abgeholt haben. Strange sucht seine Opfer höchstpersönlich aus. Es ist Batman! Kampf hier drüben!
Arkham City wird der Ort sein, an dem du krepierst. Das wird wehtun, Bad Freak! Ich leg dich um! Du stirbst jetzt, Fledermaus! Ich werde meinen Arkham City beerdigen. Hier spricht der Tiger 3. Hab dich bedacht zu Batman. Erwarten Befehle. Ich töte dich, Batman. Er ist harmlos. Weiterhin seine Aktionen im Auge behalten, aber nicht ein. Batman hat etwas ganz Besonderes vor. Ständig. Geh wieder in Patrouillenformation. Ende. Mehrere Insassen wurden ausgeschaltet. Batman lebt. Du sterben wirst. Du wirst sterben, Batman. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Vorsicht! Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Scheiß aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auch für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Oh, tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los. Ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt. Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Schön, so viele neue Gesichter im Publikum zu sehen. Neue Gesichter für die Gang. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch uns anschließen, um eine neue Macht in Arkham zu werden. Und diesen Ort für uns in Besitz zu nehmen. Wenn der Clown stirbt, gehört die Stadt uns. Dann herrschen wir hier. Oder ihr geht jetzt einfach.
Dann werden wir euch aufspüren und allesamt umlegen. Aber wir wollen nicht so negativ sein. Unser Freund Batman ist hier! Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei! An, Batman! Halt still, damit ich vollstrecken kann! So ein Mist! Hey, mein Großer, wäre es möglich, dass du aufhörst, mit diesen Idioten zu spielen und mir hilfst? Das Urteil lautet Tod, Batman! Halt still, Batman! Einspruch! Abgewiesen. Kopf oder Zahl, Miezekätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, ha? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlappe! Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neun Leben. Lass dich nicht so hängen, Harf. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie? Ich glaube, ich habe mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich traue ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Zwinker, Zwinker, Fledermaus, gleich knips ich dein Kätzchen aus. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Wenn du uns entkommst, kriegt Joker dich. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Die Bahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen.
Ist er noch da drin? Glaub schon. Ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red kein Unsinn. Wenn wir die Tür zu halten, kann er nicht raus und wir sind in Sicherheit. Wirklich? Was ist, wenn er einfach hinten rausgeht? Man kann hinten raus? Ja, Two-Face hat's mir gezeigt. Es gibt ein Kellergeschoss, ist voller Zellen. Da unten ist irgendein Kerl. Verdammt, und das fällt dir erst jetzt ein. Wir sind im falschen Team. Nein, der Boss steht das durch. Batman stört nur ein bisschen. Batman. Du hattest recht. Das ist Batman. Und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. Ich wette, die hat es da drin schön warm. Ganz ruhig, Mann, ich frag ja nur. Wer war die Frau, die verschleppt wurde? Keine Ahnung. Gehört wohl zu den Losern in der Kirche. Das ist nur ein Haufen von Gutmenschen. Hoffentlich tut Joker ihr ordentlich weh. Davon kannst du ausgehen. Er ist schon eine ganze Weile nicht mehr zu Späßen aufgelegt. Glaubst du, das Gerücht ist wahr? Welches? Was macht Batman hier? Er hat sich befreit und sein Gesicht zerkratzt. Ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Nein, ich meine die Schnitte von den Krallen. Du weißt schon.